Ja, willkommen zurück. Da ist mir in der letzten Folge tatsächlich das Spiel abgestürzt und damit hat es automatisch die Aufnahme beendet. Aber ich war ja sowieso auf ziellose Suche nach dem Badezimmer und wollte den Part sowieso gerade beenden. Von daher war das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich bin jetzt mal gespannt, wo wir jetzt landen in Hogwarts, weil es konnte ja nichts speichern oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt erstmal einen etwas längeren Ladebildschirm. Das ist jetzt aber auch nicht weiter wild. Also wir haben ja doch einiges geschafft. Das haben wir eigentlich alles erledigt. Jetzt muss ich aber gerade gucken, ob wir das hier dann offiziell auch erledigt haben. Ja. Oh. Nee, das hat es nicht gespeichert. Dann mache ich das jetzt einfach nochmal. Also ich muss jedem, also aus jeder Tür diese Figuren dreimal treffen, damit wir da diesen goldenen Stein bekommen. Das heißt, rechts habe ich es jetzt. Jetzt brauche ich noch links und Mitte. Jetzt kommen sie nur rechts raus, ist ja toll. Okay, jetzt die Mitte brauche ich jetzt noch dreimal. Eins, zwei, drei. Okay, das soll es dann eigentlich gewesen sein. Genau. Kommt da jetzt noch ein goldener Stein oder nicht? Nee, dann hatte ich den tatsächlich schon. Also dann hat es den trotz allem gewertet. Auch wenn es da gerade nicht angezeigt war. Oh, ich muss noch mal kurz gucken. Ja, da muss man nämlich aufpassen, weil nach einem Neustart, anders als bei Lego Jurassic World, muss man die ganzen roten Steine quasi. Ach, das war kein goldener Stein, das war Professor McGonagall. Die muss man noch mal aktivieren. Stürzt es jetzt gerade wieder ab? Nee, irgendwie zickt es gerade etwas, das Spiel. Also wenn ich da plötzlich mal weg bin und eine Folge nicht ordnungsgemäß beende oder dann plötzlich ein Schnitt kommt, den ich nicht vorher angekündigt habe, dann liegt es daran, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu häufig passiert. Aber ich bin nichtsdestotrotz weiter auf der Suche nach dem Badezimmer. Und hier geht es zum Unterricht für Zaubertränke, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Was kann ich hier noch Schönes machen? Sieht ein bisschen aus wie Hermine, ne? Es laggt auch gerade ziemlich, aber meistens beruhigt sich das dann ziemlich schnell wieder. Ich tue euch jetzt mal kurz ein Standbild an. Entschuldigt mal bitte kurz. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob ihr mich noch hören könnt, aber ich will mal meinen Browser schließen und ich habe nämlich gerade blöderweise Skype aufgemacht und Skype geht doch ziemlich auf die Leistung. So, also jetzt sollte es wieder flüssiger laufen und ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, wo ich hier bin. Eigentlich muss ich jetzt hier durch und dann, ah. Ja, soweit war ich ja schon mal. Ich muss hier lang, glaube ich. Da komme ich zwar nicht ins Badezimmer, aber ich glaube, ich komme in die Nähe des Glockenturms oder so. Ich bin mir jetzt da gerade nicht so sicher. Nee, jetzt bin ich. Nee, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß, ich könnte hier auch noch was holen, aber ich brauche erstmal rote Steine. Moment, dann muss ich vielleicht hier lang. Da komme ich nicht durch. Aber ich muss doch hier. Da muss ich durch. Da. Und dann komme ich nämlich zu dem Glockenturmhof. Und dann hoffe ich, dass dann auch wirklich da irgendwo der Glockenturm ist. Ja, die Ladebildschirme sind gerade etwas nervig. Huch, da geht's in den Glockenturm. Hoffe ich jedenfalls. Und im Glockenturm sollte ein roter Stein auf uns warten. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt überraschen. Glockenturm und Eulerei ist da, glaube ich. Da ist der Glockenturm.
Da gibt es eine Charaktermarke. Und im Ideal. Und da oben ist Hedwig. Also gibt es da auch einen roten Stein. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht erst wieder einen Vielsafttrank irgendwo brauche. So. Entschuldigung. Ich muss gerade gucken, Glockenturm, die großen Kisten anzaubern. Ah, okay, alles klar. Das ist jetzt wohl nicht allzu schwierig. So, dann haben wir grün auf grün. Rot auf rot. Das ist ein Rätsel, das gerade noch so meinem Niveau entspricht. Roter Stein. So, wie bringe ich den jetzt rauf? Ach ja, Treppe vielleicht benutzen, ne? Wäre eine Idee. So. Das ist jetzt der, ich weiß jetzt gar nicht, irgendein Multiplikator auf jeden Fall. Der Zweifach. Okay. Den müssten wir uns theoretisch auch noch leisten können. Und das sollten wir jetzt vielleicht auch erstmal tun, bevor wir was anderes machen, weil ich... Ach, da ist ein Schüler in Gefahr. Hallo. Das kann nie schaden, den zu befreien. Und hier hinten ist wohl noch eine Charaktermarke. Da möchte ich gerade noch kurz gucken, ob wir uns die vielleicht noch schnell holen können. Und, hier. Moment, Harry. Harry kann ja Parsel. Und wir kriegen Vernon Dursley, okay. Also Muggel können ja in der Regel gar nichts. Also in Sachen... Nein, ich meine jetzt, die haben halt hier in dem Spiel keine besonderen Fähigkeiten, mit denen wir was anfangen könnten. Okay. Wir könnten jetzt in dem Glockenturm natürlich noch mit dem Zeitumkehrer arbeiten. Das kann ja Hermine. Allerdings, bringt uns das wahrscheinlich einen goldenen Stein oder sowas, aber ich brauche jetzt erstmal die Multiplikatoren. Das Problem ist, dass ich jetzt immer noch nicht im Badezimmer bin. Ich werfe einen Blick auf meine Karte. Das, ja, die Karte, die habe ich im Internet gefunden. Die ist sehr, sehr hilfreich. Wenn sie nicht gerade weg ist. Nein, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Entschuldigung, da ist die Karte. So, also ich bin jetzt im Glockenturm. Das ist schön. Wie komme ich jetzt zum Bad? Okay. Ich glaube hier lang. Da kann ich auch nochmal was anzaubern. Da blinkt was. Also eigentlich müsste hier eine Charaktermarke sein. Nein, eins von drei. Okay. Also ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Kann ich das hier öffnen? Nee, kann ich jetzt gerade nicht. Muss ich jetzt hier lang oder... Ich muss jetzt mich selber erstmal hier umschauen. Ja, okay, das ist richtig. Und dann geht's jetzt da oben zum Badezimmer, glaube ich. Hier. Hoffentlich. Ja. Hermine als Katze hatten wir doch schon mal, oder nicht? Also da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass wir das schon mal hatten. Und im Bad muss ich jetzt, glaube ich, die Duschen reparieren oder irgendwie sowas.
Dazu müsste ich erstmal wissen, wo die Duschen sind. Muss ich da lang? Ich habe gerade keine Ahnung. Ah ja, okay, da ist schon mal Hedwig. Also wird es schon stimmen. Ich glaube, wir haben gerade einen Schüler befreit. Nee, doch nicht. Da sitzen zwei Schüler. Doch, wir haben einen befreit. Das ist schön. Ach so, Moment, halt. Na. So. Und dann fehlt uns jetzt noch ein Duschkopf. Da liegt er. Da war jetzt Hermine davor gestanden. Ah, roter Stein. Schön. Den werden wir uns allerdings noch nicht leisten können. Ich hätte auch ganz gerne noch ein bisschen diese Fühler. Also Wappenfühler, goldener Steinfühler und so weiter. Achtfach. Boah, das ist geil. Aber den können wir uns unter Garantie noch nicht leisten. Aber ich möchte jetzt wirklich erstmal die roten Steine holen. Also zumindest die, die wir zwingend brauchen. Dann im Raum mit der blauen Treppe von der... was? Mit der blauen Treppe? Mit der blauen Tür von der großen Treppe aus. Oh Gott. Blaue Tür, große Treppe. Ja, ich muss das jetzt hier mit System angehen. Und manche Bereiche dann halt eben doppelt ablaufen. Weil das sonst einfach ineffektiv ist. Ja. Aber ich glaube... Schaut euch das mal an hier. Wenn ich jetzt... Ich möchte das jetzt gerade mal kurz probieren. Dieser Pömpel. Eins. Aha, ich habe es mir fast gedacht. Weil diese Bodenfliesen, die waren jetzt doch sehr auffällig. Schauen wir mal, was das gibt, wenn wir die jetzt alle anhüpfen. Acht. Ja, jetzt habe ich acht. Und? Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Nee, ne? Wie nett. Danke. Nö, da ist nichts. Dann halt nicht. Oder hatte ich das schon mal gemacht? Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Okay. Blaue Tür neben großer Treppe. Wo ist hier eine große Treppe? Es gibt ja mehrere große Treppen, also deshalb... Oh, ah ja, okay, jetzt habe ich hier gerade keinen Vielsafttrank in der Nähe, glaube ich. Oder habe ich hier irgendwo einen? Ja, eigentlich schon. Hier. Ist das, das da drüben ist doch Vielsafttrank. Genau, den muss ich nur noch brauen. Das versuche ich doch gleich mal. Kann ja jetzt nicht so schwer sein. Eins. Hier laufen noch ein paar Durmstrunks rum, was ich sehr geil finde. Und Beauxbatons, nicht zu vergessen. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Das waren, ich glaube, da musste ich nur diese Flaggen anzaubern. Genau. Das war relativ einfach. Eins. Da ist Mrs. Norris, die Katze von Filch und Filch selber auch. Das möchte ich jetzt aber lieber mit Ron machen. So. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Eine Charaktermarke und wir kriegen Hexe. Weiß. Toll. Super. Ja. Wo komme ich denn hier hin?
Nirgendwo hin? Sackgasse oder was? Nee, oder? Anscheinend. Ach, Moment, das war doch der Geheimgang nach Hogsmeade. Okay. Hier ist auch noch eine große Treppe, aber keine blaue Tür. Und das hier kann ich hier irgendwie gerade nicht verzaubern. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Weil ich habe ja eigentlich alle Zauber. Drei. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Schlangenraum rechts von Zaubertränke. Hä? Schlangenraum rechts von Zaubertränke. Nee, Moment, da geht's zu den Gemeinschaftsräumen. Da müsste ich eigentlich... Zaubertränke ist ja im Klassenzimmerbereich. Glaube ich. Da geht's zu Zaubertränke. Schlangenraum rechts von Zaubertränke. Was ist denn jetzt der Schlangenraum? Hier habe ich Zaubertränke. Muss ich da rein? Oder ich gehe da jetzt mal rein. Geht es hier irgendwo rechts? Tatsächlich, da geht es rechts weiter. Ah. Oh Gott. Da war ich ja noch nie. Ah, wie praktisch. Also hier kann ich gleich Vielsafttrank brauen. Da brauche ich einen Hufflepuff. Ja. Naja, gut, daran soll es jetzt nicht scheitern. Also hier können wir ja jederzeit wieder unseren Charakter ändern. Das ist jetzt kein Problem. Und einen Hufflepuff hätten wir ja sogar. Nämlich hier Justin Finch Fletchley. So, schauen wir mal, was das Gemälde hier ausspuckt. Ein Schlüssel auf jeden Fall. Ja, gib halt her. Schön. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem anfangen soll, aber ich habe einen Schlüssel. Und komme hier nicht weiter, doch. Ach so, ich brauche wohl mehrere, so wie es aussieht. Mhm. Dann ein Bücherregal, das ist ein Fall für Hermine. Da oben ist der rote Stein, ich sehe ihn schon. Aber im Moment komme ich da wohl noch nicht hin. Ein Schlüssel fehlt mir jetzt noch, okay. Irgendwas macht hier gerade gewaltig Krach. Da ist Hedwig. Muss ich da unten hin? Wahrscheinlich, ja. Oh, im Wasser bewegen sie sich auch nicht gerade wirklich schnell. Ich schaue jetzt natürlich auch, dass ich ein bisschen Stats einsammle, weil ich ja hoffe, dass ich mir dann einen höheren Multiplikator nochmal leisten kann. Da kann ich nicht rein. Was zum Henker ist das eigentlich für ein Raum hier? Also hier kann ich irgendwie gerade nichts machen. Aber ich muss doch hier jetzt irgendwie an den dritten Schlüssel kommen. Ah, Moment, da ist noch was. Ah, das Spiel macht so einen Spaß. Ist da vielleicht noch einer, den ich dann verzaubern kann? Ja. Da oben ist noch ein goldener Stein und da links ist noch eine Charaktermarke, so wie es aussieht. Oh, okay. Und hier ist ein Haufen Gerümpel, das ich wahrscheinlich erst zusammenbauen muss. Jawohl. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Jetzt weiß ich auch, warum da der Vielsafttrank rumsteht, weil man ständig wechseln muss. Einmal Griphook. Oh, geil. Ah, da ist der dritte Schlüssel. Ist aber sehr schön gemacht, die Statue.
Also ich habe jetzt mal die Vermutung, dass hinter dem Tor ein Bug wartet. Dass hinter dem Tor Lego-Steine sind, die ich dann zu einer Treppe zusammenbauen muss oder irgendwie sowas. Erstens sieht es danach aus und zweitens wüsste ich nicht, wie ich sonst da hochkommen soll. Ja, genau. Juhu. Ah, und ich muss die... Also je nachdem, wie ich sie zusammenbaue, kann ich entweder links nach oben oder rechts nach oben. Ich mache das jetzt mal so. Also ich mache das jetzt nicht so, wie es eigentlich gehört, glaube ich. Sondern so, wie ich glaube, dass ich einfach nach oben komme. Vielleicht reicht das ja schon. Nee, wahrscheinlich nicht. Das war jetzt keine Meisterleistung. Ja, das habe ich jetzt ganz toll hingekriegt. Ja, ich wäre nie eine Architektin geworden, das ist mir schon klar. Ich versuche das jetzt mal, vielleicht komme ich ja hoch. Nee. Okay, also. Nochmal von vorne. Ich versuche das jetzt mal so. Ah! Ja, nicht so, wie es geplant war, aber es funktioniert. Der Erfolg gibt mir recht. So, jetzt muss ich zu Hedwig. Wo war die denn? Hier ist sie. Aber wenn wir dann schon mal da sind, schaue ich natürlich auch gleich noch, dass ich nach links komme und mir den goldenen Stein hole. Und das war der Zehnfach, den wir uns natürlich überhaupt noch nicht leisten können. Aber das wird schon noch. So, und jetzt... Machen wir das mal so. Vielleicht reicht es ja. Ich habe ja schon mal Glück gehabt gerade. Ja, es reicht. Ah. Sie kann da nicht rein. Vielleicht kann Harry rein. Er ist ja ein Parselmund. Ansonsten müsste ich mal auf einen Slytherin wechseln. Nee, auch nicht. Ah, Moment. Ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht kann Krummbein rein. Nee, auch nicht. Hä? Muss ich da vielleicht noch was anderes machen? Professor Snape. Oh, geil. Ja, ich verwandle mich jetzt gleich mal in Snape, weil vielleicht muss man wirklich ein Slytherin sein oder so. Ah, nee, ich kann mich ja nicht in Snape verwandeln, weil ich ja, weil ich ja Snape noch nicht gekauft habe. Aber... Theoretisch müsste Barty Crouch auch ein Slytherin gewesen sein. Ansonsten hätten wir noch Millicent Bulstrode im Angebot. Aber irgendwie... Glaube ich, damit ist es nicht getan. Nee, der kann auch nicht rein. Verdammt nochmal, wie komme ich jetzt an den goldenen Stein ran? Muss ich da noch irgendwas machen? Vielleicht muss ich das... nochmal drehen? Nee, Grippo kann da auch nichts mehr machen. Also ich komme da wohl nur mit einer bestimmten Person hin. Parsel hat nicht funktioniert und... Ich versuche es jetzt nochmal mit Millicent Bulstrode und wenn das auch nicht geht, dann lasse ich das. Weil, dann gehen mir nämlich gerade echt die Ideen aus. Ich glaube, uns fehlt auch nur noch ein Multiplikator. Nee, mit Millicent Bulstrode komme ich auch nicht hin. Ja gut, ich werde schon noch rauskriegen, wie das geht. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen was anderes noch erledigen. Und zwar, ja wie gesagt, den Sechsfach. Und da steht im Raum mit der blauen Tür von der großen Treppe aus. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, da brauche ich Alterungstrank. Okay. Ja, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich will den letzten Multiplikator kriegen. Raum mit der blauen Tür von der großen Treppe aus. Ich habe keine Ahnung, was die meinen, ehrlich gesagt. Also große Treppe ist ja sowieso... Hier gibt es so viele Treppen und... Groß ist jetzt auch relativ und... Ich könnte höchstens mal ganz kurz gucken... Auf meiner Karte, weil da ist nämlich Hedwig auch... Ah!
Moment. Ja, genau, da gibt es verschiedene. Ja, das Problem ist, dass hier alle roten Steine eingezeichnet sind und viele, ja, jetzt erstmal noch gar nicht so wichtig für mich sind. Ich glaube, wir gehen jetzt erst nochmal, genau, wir gehen jetzt in die Winkelgasse und gucken mal, ob wir uns einen von den anderen Multiplikatoren leisten können. Weil das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Und dann will ich ja diese Finder, will ich ja auch noch haben. Da werden wir uns dann als nächstes drum kümmern. Ich könnte dann auch erstmal dieses Zusatzlevel machen, wenn ich jetzt noch... Also wenigstens ein, zwei Multiplikatoren möchte ich gerne noch freischalten. Weil dann lohnt sich das Zusatzlevel, glaube ich, richtig. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob wir das wirklich gut geschrieben bekommen. Oder es ist so, in diesem Level muss man 1 Million Stats einsammeln. Und ich weiß nicht sicher, ob man die nach dem Level dann noch hat. Oder ob das einfach nur levelintern so eine Herausforderung ist. Falls ihr jetzt versteht, was ich meine. Aber nee, halt, aber nee, in dem Level sind, glaube ich, die Multiplikatoren inaktiv. Irgendwie so. So, wir schauen jetzt mal, was wir uns leisten können. Den haben wir. 1 Million. Ja, da, oh, das wäre der 10-fach. Das wäre der 8-fach. 2-fach. Jetzt ist die Frage, mache ich den 2-fach, damit ich mir schneller den 8-fach leisten kann? Oder spare ich noch ein bisschen und versuche, den 8-fach zu kriegen? Ich nehme jetzt den 2-fach. So. Und dann glaube ich, dass wir uns den 8-fach auch sehr schnell leisten können. Und dann ist alles andere sowieso ein Kinderspiel. So, jetzt haben wir nämlich insgesamt schon 8-fach. Und wenn wir dann noch den 8-fach kriegen, dann haben wir 64-fach. Das heißt, wir werden jetzt also ein bisschen Stats sammeln und ja, das geht relativ zügig, das seht ihr schon. Und wie gesagt, was ich ja noch unbedingt brauche, sind diese Fühler, also diese Finder, diese Detektoren. Da will ich jetzt gleich mal gucken, welcher wäre denn wichtig. Also der rote Steinfühler, kümmern. Der Hogwarts-Wappen Fühler, der ist ganz wichtig und den finden wir im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Den holen wir uns jetzt mal als erstes. Ich brauche sie ja sowieso alle. Also das ist sehr viel einfacher als bei Lego Jurassic World, weil ich viel schneller an die Multiplikatoren komme. Ja, da hat es mir das jetzt wieder nicht wirklich gespeichert. Das ist nicht so schlimm. Und ich lasse jetzt die Stats auch gerade mal ein bisschen außer Acht. Und, was habe ich jetzt gesagt, wo wir hinwollen? In den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum, genau. Das ist auch ganz praktisch, weil da steht ja vorne dran ein Vielsafttrank. Und dann sollten wir da eigentlich alles... Das war falsch. Ich habe mich verlaufen. Ja, Hogwarts ist ja auch wirklich ein bisschen kompliziert hier vom Aufbau her. Ich kann mir da nie merken, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss da lang. Ich will jetzt auch nicht ständig, wie gesagt, auf die Karte gucken, weil je besser ich mich auswendig zurechtfinde, da geht's lang, genau. Desto schneller geht das Ganze natürlich auch. So, und Ravenclaw war jetzt rechts, das weiß ich. Halt, ja genau, erstmal dadurch noch. Und dann müssen wir nach rechts. Ravenclaw ist ganz auf der rechten Seite gewesen. Und dann werden wir im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum alles ab. Ah, verdammt. Mir fällt gerade ein, wir haben, glaube ich... Wir haben gar keinen Ravenclaw, den wir auswählen könnten. Also wir haben keinen gekauft, aber ich habe auch noch gar keinen freigeschaltet, glaube ich. Das ist jetzt doof, ne? Ohne Ravenclaw-Schüler gibt es keinen Wappenfühler. Ohne Ravenclaw-Schüler gibt es keinen Wappenfühler. Ja, reimt sich, ist aber in dem Fall nicht gut, sondern schlecht. Was machen wir denn da jetzt? Wir suchen halt einen anderen roten Stein. Okay. Stat-Magnet, das ist gut. Stat-Magnet ist ganz gut.
Damit können wir nämlich viel besser die Stats einsammeln. Da kriegen wir dann viel mehr. Das machen wir. So. Der Stat-Magnet ist am Quidditch-Feld. Wir müssen also in die Ländereien. Auf die Ländereien. Wie komme ich jetzt nochmal zu den Ländereien? Ich glaube, ich muss da lang. Und dann komme ich hier raus und jetzt muss ich dann rechts. Genau. Ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh Mann, dann macht es halt gleich alles auf dem Weg, was hier noch zu verzaubern ist. Wenn du schon mal da bist. Ja, aber ich muss doch sowieso noch mehrmals dorthin. Und ist das der Stärkungstrank? Nee, das ist Viehsafttrank. Und, oh, ich habe Hagrid noch nicht freigeschaltet. Das ist jetzt blöd. Oh, gibt es viele Starts. Also das nächste Ziel wären ja 800.000, damit ich mir den Achtfachmultiplikator gönnen kann. Und beim letzten Mal, da konnte man hier noch Stärkungstrank brauen und damit das Ganze öffnen. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Und ich habe keinen Charakter, der stark genug ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Vernon Dursley das könnte. Also Dudley Dursley ist, glaube ich, einer von den starken Charakteren. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber den haben wir noch nicht. Und Hagrid haben wir ja nicht geholt im verbotenen Wald. Ach, was mache ich jetzt? Also alles ist uns jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen verbaut, weil uns die nötigen Charaktere noch fehlen. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles, was ich brauche. Gut, wir gehen mal die Alraune suchen. Halt, schlechte Idee, ich habe keine Ohrenschütze auf. Ich gucke jetzt mal, wo es hier gerade hingeht. Ach, das ist Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und da hinten ist was. Oh, ich muss mich mal kurz in Barty Crouch verwandeln. Wo war denn da jetzt der nächste Vielsafttrank? Da oben. Ja, jetzt muss ich halt doch ein bisschen andere Sachen noch abgrasen. Halt, hier wäre auch ein Ohrenschützer. Vielleicht können wir jetzt beides in einem Aufwasch machen. Moment. Es ist gerade wieder mal eine schlechte Idee, dass ich das mit Harry mache, aber was soll's. Nein, 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 ich mache das nicht mit Harry, ich mache das mit Ron. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ron, die Allzweckwaffe. Ja. Barty Crouch. Und dann gleich noch die Ohrenschützer obendrauf. Das schaut jetzt bestimmt total albern aus. Ja, mit Headset, okay. Soll mir auch recht sein. Und dann gucken wir mal, ob wir die Alraune wieder aus dem Topf rauskriegen. Ich hoffe es, weil wenn nicht, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich das hier... Ja, er kann sie rausnehmen. Okay. Eins. Zwei. Drei. War hier oben noch eine? Ja. Vier. Ich weiß, unten ist mindestens eine, wenn nicht zwei. Nee, ich kann nicht mit ihr springen. Also muss ich das jetzt zu Fuß ablaufen. Und der schleicht halt auch blöderweise so. Das ist genauso wie ein Lumos-Zauber. Da kann man auch nicht rennen. Fünf. So, wo ist jetzt die sechste? Da. Sechs. Ja, ich muss erst die Alraune wegschaffen. Vorher geht das nicht. Aber wenn ich viel Glück habe, ist das vielleicht ein Ravenclaw-Schüler. Den ich natürlich erst kaufen muss, aber... Wenn ich jetzt noch einen Ravenclaw-Schüler habe, dann habe ich aus jedem Haus jemanden. Das ist ja wirklich so ein bisschen mein Ziel, weil dann komme ich in die ganzen Gemeinschaftsräume rein und kann alle Gemälde benutzen. Ernie Macmillan. Ernie Macmillan ist ein Hufflepuff. Mensch. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, genau. Ich wollte nochmal in Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil ich da was zum Verzaubern gefunden habe. Ich bin voll verwirrt, ich weiß. Ich könnte jetzt das wiederholen, was ich schon tausendmal gesagt habe. Wenn wir erstmal die roten Steine auch noch haben, dann können wir wirklich alles schön der Reihe nach abarbeiten.
Das war jetzt das falsche Zimmer. Das ist zwar Verteidigung gegen die dunkle Künste, aber nicht das, was ich gerade gesehen hatte. Egal. Wir brauchen ja sowieso noch Stats. Ich muss ja 800.000 zusammenkratzen irgendwie. Das ist jetzt auch nicht so sehr schwer. Da ist ein Bücherregal, habe ich gesehen. Aber hier ist noch was, das hatte ich beim letzten Mal noch nicht offen. Was kommt jetzt? Ich darf was zusammenbauen. Oh, da freue ich mich aber. Ich brauche einen Schlüssel. Ach nee. Huch. Ein Geheimraum. Oh, und da gibt es einen roten Stein. Das ist schön. Ist wahrscheinlich einer, den wir überhaupt nicht brauchen können. Da ist wieder ein Schüler in Gefahr. Habe ich gesehen. Das ist ein Todesser. Das ist... Ach, wie geil. Das war Voldemort. Und Barty Crouch hat am meisten Angst vor Voldemort. Er als Todesser, das ist ja mal total geil. Ja, aber gerade die Todesser haben ja wirklich Angst vor Voldemort. Also, ich glaube, ja, ich glaube, da können wir einen Stärkungstrank brauen. Er weicht aber nicht wirklich vor ihm zurück. Also, er ist nicht handlungsunfähig dadurch. Und ich muss 5 Irrwichte besiegen. Okay. Und ich habe hier eine Zutat, aber ich muss irgendwie anders weiterkommen. Kann ich da drüber hüpfen? Nein, kann ich nicht. Gar nicht? Doch, kann ich. Ich kann drüber hüpfen, ich muss nur aufpassen. Okay. Ah, so geht das. Okay. Prinzip erkannt. Ich muss auf jeden Fall die Kiste da oben bekommen. Okay, da ist noch eine Zutat. Kann ich die vielleicht mit Hermine schon mal nehmen? Okay. Oh, das ist ein lila Stat. Oh, Harry ist festgebackt. Nee, okay. Ja, so ist besser. Ja, Zauber halt, Mensch. 4. Und die dritte Zutat. Oh, wir haben schon 730. Da können wir jetzt, glaube ich, gleich wieder in die Winkelgasse gehen. Also, 1. Zwei. Und 3. Da ist jetzt bestimmt der rote Stein drin, oder? Ach nee, der letzte. Ja genau, also Hermines Angst ist ja, ihre größte Angst ist ja Professor McGonagall, die ihr verkündet, dass sie eine schlechte Note hat. Ja, da unten ist jetzt der rote Stein, den holen wir uns gleich. Ich habe aber gerade gesehen, hier gibt es noch einige, ich glaube, wir müssen die Laternen anzaubern, genau. Ja, hier sind noch mehr Sachen. Drei. Ah, Moment. Dann ist hier noch einer. Den haben wir jetzt. Harry. Labyrinthaufgabe. Okay. Ja, so langsam läppert sich's ein bisschen. Hier ist noch... hatten wir die schon? Ja, die hatten wir wohl schon. Okay. Okay.
Jetzt bloß nicht sterben und zu viele Stats verlieren. Das will ich gar nicht. 5. 6. Nee, nicht 6, 7. Doch jetzt. Victor im Smoking. Also Victor Krumm. 772. Es wird. Also die 800 machen wir noch voll, bevor wir hier wieder verschwinden. Herzen regenerieren. Ja, okay. Also die, das braucht jetzt wirklich kein Mensch. Aber hier sind noch... Hier muss ich noch irgendwas erledigen, um Charakter, um einen Charakter freizuschalten. Ah, das ist wohl nicht hier drin. Das ist draußen. Also es werden nicht immer nur die Stats oder die, die Charakterstats oder Charaktermarken in dem Raum gezeigt, sondern auch nebenan. Habe ich noch Barty Crouch dabei? Ja, habe ich. Da ist noch eine. Das ist Ginny, glaube ich. Ginny Weasley. Okay. Dann das Bücherregal. Das hatten wir doch schon mal. Machen wir halt nochmal. Ist ja egal. Vielleicht gibt es ja wenigstens einen blauen Stud. Nee, gibt es nicht. Was macht man damit jetzt? Ah, ich muss Bücher verzaubern. Okay, 2. Oh, da habe ich einiges zu tun hier gerade. Aber es kann mir nur recht sein. Da ist noch eins. Ah, es geht also nicht mit jedem Buch. Ah, super. Dann können wir uns dann gleich den 8-fach leisten. Das ist super. Da wollte ich eigentlich hin. Ein Buch fehlt uns noch. Ach, das liegt da oben. Okay, ich habe schon gesehen. Ja, wir haben also schon mal die 800.000 geschafft. Das ist sehr geil. Aber mir fehlt trotzdem noch was. Mir fehlt noch eine Fackel. Und ich finde hier gerade nur die anderen Laternen. Diese blöde Tafel ist auch ein bisschen im Weg gewesen gerade. Also hier kann ich nichts machen. Wo ist denn die vierte Laterne? Fackel. Parvati Patil. Parvati Patil ist ja eine Gryffindor-Schülerin. Die hatte ich ja schon, ne? Nee, hatte ich noch nicht. Okay. Und jetzt kriegen wir Bahnhofswache. Was ich übrigens sehr, sehr geil fand, bei den Filmen im Teil 1 und im Teil 2 ist ja Harry beide Male in einer Szene in King's Cross zu sehen. Und beide Male ist der gleiche Bahnhofsvorsteher im Film dabei. Also da haben sie beide Male den gleichen Zauberer in einer Schauspieler in einer absoluten Nebenrolle, aber zweimal den gleichen. Das fand ich sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, okay. Ich denke, jetzt hier sind wir soweit fertig. Also das, was jetzt hier noch blinkt, das ist nicht mehr in diesem Raum. Und ich denke, dass wir uns jetzt sofort den 8-fach-Multiplikator holen. Und dazu gehen wir in den tropfenden Kessel. Und danach, sobald ich den geholt habe, beende ich die Folge, die wahrscheinlich schon wieder viel zu lang ist. Aber wir haben viel geschafft und uns ordentlich mit Multiplikatoren eingedeckt. Und ja, alles können wir noch nicht ganz machen, aber wir nähern uns in ganz großen Schritten. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel machen. So. Mal 2, mal 4 haben wir schon. 8-mal. Yay! Geil! Ja, jetzt brauchen wir 1 Million für den 10-fach. Aber so blöd es klingt, das ist jetzt relativ schnell erledigt. Weil
Wir haben jetzt 64-fach Stats. Und dann sage ich mal, scheiß auf den 6-fach. Also den kriegen wir schon noch, sobald ich den irgendwie gefunden habe. Aber mit dem habe ich es jetzt dann überhaupt nicht eilig. Den 10-fach, den hätte ich noch ganz gerne. Weil wir ja auch relativ viele Charaktere noch kaufen müssen. Aber schaut mal, wie schnell das jetzt schon geht. Ich weiß, ich kriege mich da gar nicht mehr ein. Das ging mir ja schon bei Lego Jurassic World so. Gringotts. Wollen wir da mal reinschauen? Nein, ich wollte ja den Part beenden. Ach, verdammt nochmal. Da, wir sind jetzt schon bei 200.000. Ich tendiere ja fast dazu, jetzt zu sagen, hey, kommt, lass uns noch ein paar Stats einsammeln und uns gleich den 10-fach noch mit freischalten. Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil, ja, ich muss jetzt einfach mal kurz zum Ende kommen. Und im nächsten Part sammeln wir fleißig Stats und dann schwimmen wir in Geld. Bis dann. Tschüss.